So, und jetzt wird es richtig spannend. Der Herr Beidlich hat mir versprochen, er zeigt mir jetzt das absolute Schmuckstück hier auf dem Gelände, obwohl ich sagen muss, das sieht nicht so aus wie ein Schmuckstück. Man sieht hier wunderschön, wir haben hier, wie bei den Amerikanern üblich, haben sie auch dieses Gebäude nach dem Krieg übernommen und haben wieder viele Farbschichten drüber gestrichen. Hier sieht man, es sind 7 bis 8 Farbschichten. Die werden jetzt in mühevoller Kleinarbeit hier wieder runtergeholt, um dann hier die ganz ursprüngliche Färbung wieder zu haben, wie es mal war, als das Gebäude eingeweiht wurde. Aber das Rohr, dieser Handlauf hier, ist alles original. Und es tauchen hier die ganz originalen Holzfenster noch aus dem Baujahr wieder auf. Ja, die erhalten sich natürlich gut, wenn man die von beiden Seiten zumauert. Diese Fenster sind natürlich dann von der Feuchtigkeit geschützt gewesen und dienen uns jetzt als Vorlage, die Holzfenster im gesamten Gebäude so zu ersetzen. Und wir werden das auch so lassen. Diesen skurrilen Charme dieser Fensterfront werden die also nur neu verglasen und werden dann hier in dem Bereich, wo wir echt die Originalfenster noch haben, eine Scheibe von innen einfach davor setzen. Mhm.